Hallo liebe Leute, das wird eine Videoantwort für Max von dem Kanal Fundai. Es geht eigentlich darum, was ich mit YouTube erreichen will. Da muss ich ganz kurz ausholen. Wo ich mit YouTube angefangen habe, da habe ich eigentlich nur so eine Art private Videos machen wollen über Fortschritte, die ich gemacht habe im Liegeradbau. Irgendwas, wo ich experimentiert habe und wollte im Forum anderen Menschen, anderen Forummitgliedern die Möglichkeit geben, meine Arbeit anzuschauen, zu kritisieren, konstruktive Kritik zu machen. So habe ich angefangen. Und dann ging es darum, wie kriege ich es hin, möglichst leicht die Radtouren zu gestalten. Also ich wollte sehr viel lernen aus YouTube. Deswegen habe ich mit YouTube angefangen. Was ich mit YouTube erreichen will, ist eigentlich eine ganz andere Frage. Aber ich möchte den anderen Menschen das ermöglichen, was ich durch andere YouTube-Kanäle erfahren habe. Etwas dazulernen, konstruktive Kritik üben, eine Interaktion haben. Und deswegen habe ich meinen YouTube-Kanal auch auf den Bushcraft-Bereich erweitert. Also nicht nur Liegeradbereich, sondern auch den Bushcraft-Bereich. Es macht mir unheimlich viel Spaß, diese Dinge zu kombinieren, Fahrradtouren und Bushcraft zu tun. Man kann Bushcraft natürlich auch zu Fuß machen, man kann auch mit dem Auto irgendwo hinfahren, einen Wanderparkplatz sich abstellen, den Wagen abstellen und dann dort eine Tour machen, im Auto wieder zurück. Aber ich ziehe es vor, mit meinem Liegerad unterwegs zu sein und das ist mein Aktionsradius. Es funktioniert ganz gut, es macht viel Spaß, ich habe wirklich total viel dazugelernt. Ja, ein Beispiel. Ich hätte mich früher nie daran getraut, ein Messer umzuändern oder zu verbessern oder ein Mängelexemplar zu erwerben und es dann selbst zu verbessern. Aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ich habe von der israelischen Firma Dustar dieses Messer, den Magen, muss ich sagen, geschenkt bekommen. Ein Freund von mir war in Israel, er hat für mich den Cutterjack besorgt, was ich als EDC-Messer trage. Und bei der Gelegenheit fragt er die, ja, das ist ein YouTuber und der bastelt gerne und haben Sie nicht irgendetwas, was so einen Israel-begeisterten YouTuber und Bushcrafter mitgeben können? Und dann ist da so eine Sekretärin in die Halle gegangen und nach langer Zeit kam sie mit diesem Teil aus der Halle zurück. Das ist das Modell Magen, habe ich schon gesagt, es hat den D2-Stahl und ich habe jetzt ein Lanyard dran gemacht. Dank YouTube bin ich auf Ideen gekommen, wie man in den Lanyard so knüpfen kann, dass man es sehr schnell wieder lösen kann, also Quick and Triple und trotzdem praktisch. Dank YouTube, zum Beispiel dem Really Big Monkey 1, Really Big Monkey 1 geschrieben, habe ich zum Beispiel eine Lanyard-Art gefunden, die man so bindet. Man kann sich das Messer auf die Art und Weise in die Hand reinbinden. Ja, das habe ich gefunden. Oder wenn man jetzt den Daumen, dann adoptiere ich viele Dinge, wenn man den Daumen jetzt hier reinmacht und die ganze Sache adoptiert nach hinten, hat man hier ein Gelenk zum Choppen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also, man kann es nicht verlieren. Wenn man es nicht verlieren kann, kann man sich Richtung Bein nicht so leicht verletzen. Und nutzt das Eigengewicht eines großen Messers optimal aus, um zur Not eben damit auch choppen zu können. Also ich habe dazugelernt und ich lerne auch von anderen dazu. Das ist mein Fazit, warum ich auf
YouTube bin und gleichzeitig, was ich mit YouTube erreichen will. So, als Bonus, muss ich ehrlich sagen, habe ich festgestellt, dass ich durchaus Anerkennung, Lob, konstruktiver Kritik nicht abgeneigt bin. Und da hat sich eine Interaktion zwischen meinen Abonnenten und mir entwickelt, die ich nicht mehr missen möchte. Und das, ich glaube, ist auch der Faktor, warum ich schon fast sagen würde, ich wäre YouTube-süchtig. Es ist natürlich nicht so. Ich kann jederzeit 2-3 Wochen Pause einlegen, meinetwegen auch 3 Monate, wenn es sein muss oder so. Aber ich muss sagen, diese Interaktion, die in keinen anderen Social Medias so stattfindet, dieses persönlich jemanden ansprechen, mit einem Kommentar, mit einer Videoantwort, das ist, was ich bei YouTube so toll finde. Wie man so ein Ziehharmonika-Lanyard macht, zum Beispiel, kann ich ja auch noch mal demnächst zeigen. Aber es sind halt so Sachen, da kriegt man Feedback, ja, zeig das mal, oder wie macht man das? Und wenn man es halt integrieren kann in ein Video, dann würde ich das gerne machen. Vielen Dank also, Max, für diese Gelegenheit, darüber mal zu sprechen. Und für deinen Kanal, da du eine Fristverlängerung uns eingeräumt hast und da du auch gerne was zu deinem Kanal wissen wolltest, möchte ich einfach sagen, warum ich dich abonniert habe. Das könnte ich dir auch vielleicht persönlich beim Treffen sagen, aber sage ich es jetzt nicht hier. Ich finde ganz toll, dass du als sehr recht junger Mitmensch viele Dinge ernsthaft angreifst, also für dich ernsthaft damit beschäftigst. Und Resultat dieser Dinge sieht man auf deinem Kanal, ist eben nicht nur Bushcraft, sondern auch die Social Experiments, die du machst, wo sich jeder selber auch, sag mal, Lektionen herausziehen kann. Finde ich ganz tolle Sache und deswegen habe ich dich abonniert. Also, liebe Leute, dann verabschiede ich mich wieder mal für heute. Das war so ein One-Take-Video, weil ich einfach durch mein Praktikum und durch die Facharbeiten, die ich schreiben muss, nicht so viel Zeit für YouTube im Moment verwenden kann. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart und tschüss.